Ja, schöne Nummer. Wo hauen wir denn den hin? Ja, den können wir maximal hier hinhauen. Müssen wir mal gucken. Oh Gott, Kühlschrank. Da ist der, aber es gibt noch mehr. Wenn ich jetzt wüsste, wo die anderen waren. Ja. The Power Refrigerator. Das ist ein schöner Schmaler, der passt dann so rein, ja. Japanisches Modell. Ich muss mal richtig abhusten. Wow, okay. Das Haus braucht noch einen Atombunker. Es gibt wirklich tatsächliche Grundstücke, die hier einen Bunker haben. Die gibt's auch. Da kannst du richtig die ganzen Gasmasken und sonst Zeug alle drei machen. Also da kannst du richtig eine Bunkeranlage bauen. Also die gibt's auch. Ne? Ist durchaus realistische Pflanzen. Die hier finde ich immer ganz gut. Die kriegt natürlich jetzt das Farbschema rein. Hast du auch Seife fürs Händewaschen? Leider nicht. Leider. Aber sowas von leider. Da möchte ich gerne auch noch eine Pflanze raufsetzen. Na, die haut da in der Wand rein. Das geht da leider nicht. Das geht mir zu weit in den Raum rein. Hier, so was kleinet. Ist auch nicht wirklich clean, aber okay, die passt wenigstens. Hast du ein Affiliate-Link für das Spiel? Nee, habe ich nicht. Das gibt's bei Steam. Und nein, ich habe keine Affiliate-Links. Ich habe keine Donation-Dinger oder sonstiges. Wenn man bei mir was Donation will, dann muss man das direkt X machen. Das heißt, entweder direkt ein Steam-Guthabenkarte oder ein Spiel zu sponsoren, aber bei Spiele dürfte immer vorher anfragen, ob ich sie auch spielen wollen würde. Was heißt das? Das heißt, Affiliate heißt, ich würde unten irgendwo einen Link reinsetzen, derjenige kauft das eine oder andere Artikel, was zu diesem Link führt, und ich kriege da einen anteilig vielleicht so 12 Cent oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ein Affiliate-Link. Im Prinzip so eine Art Werbelink, wo dann der Werbepartner eben ein paar Cent dafür erhält. Das ist ein Affiliate-Link. So. Wir sind hier ein anständiger Kanal. Wir brauchen ein Katzenbild. Internet ohne Katze geht nicht. Jo, Affiliate-Links sind halt eine Möglichkeit, jemanden zu unterstützen, ohne extra dafür blechen zu müssen. Genau. Man zahlt also den normalen Produktpreis und wie gesagt, man wird halt eben von denjenigen, der das dann halt da macht, sagen wir mal zum Beispiel, ob das jetzt so der eine Vertrieb ist oder der andere Vertrieb ist, dann wird dann halt, das Bild ist ein bisschen klein, das geht verloren. Kann man das hier reinsetzen? Nee. Der Bild ist ein bisschen klein. Hatte ich hier eigentlich schon ein Bild drin? Ja, da habe ich schon ein bisschen Deko. Hier habe ich jetzt auch ein bisschen. Also die Deko sieht das natürlich jetzt richtig wohnlich aus, wa? Also, ja, ist schon okay. Hier haben wir jetzt auch so ein bisschen drin. So, jetzt geht's in den Keller. Ja, hier machen wir die Fliesen, die es schon sind, würde ich sagen. Oder die, wie machen die andere Bodenfliesen rein? Hier machen wir knallig rein. Hier kommt knallig rein. Da gibt es keine Kompromisse. Das wird richtig hart hier. Dann nehmen wir hier Sandmandel. Sandmandel ist eine geile Farbe eigentlich. Ich finde Mandel generell eine schöne, also leckere Sache und sieht auch immer gut aus. Sandmandel geht. Yes. Jetzt seht ihr auch, warum das geht. Das sieht super aus, wa? Sandmandel ist geil.
So. Haben wir. So, damit können wir das dann hier wieder weghauen. Dann kommt hier mal eine Tür rein. Tür, da haben wir die Tür. Jetzt kaufen, danke sehr. Und die ganze Chose drehen wir mal. So, dann brauchen wir hier natürlich auch einen Schalter. Das heißt Anschlüsse. Gucken wir mal nach der Höhe vom Türscharnier. Einmal eingebracht. Hier kommt eine ganz einfache Deckenbeleuchtung rein. Wie viel hast du Malen verbessert? Ich habe alles Maximum. Das ganze Spiel ist durchgespielt. Also ich spiele es gerade sozusagen zum zweiten Mal. Also ich will auch nicht spoilern, was wann passiert. Also zum Ende hin, ja, falls du es noch nicht durchgespielt hast. Aber ich habe es halt durch. Also wenn ich hier hingehe, gehe auf Verbesserung, da siehst du, Verhandlung ist alles, Aufräumen ist alles, Zerstörung ist alles, Malen ist alles, Bauen ist alles, goldenes Händchen ist alles. Also es ist alles durch. Und wenn man dann halt meinen Kontostand sieht, den sieht man ja da eingeblendet, 778.000 Euroflocken, ja, ist halt Geld, wa? Ist halt Geld. So, das ist der Keller, wie gesagt, das soll der Hobbyraum werden. Hoppala, doch, war richtig. Da brauchen wir jetzt aber trotzdem einen Teppichboden. Machen wir den mal in grün. Grün haben wir noch ja nichts jetzt aktuell. Teppichboden deshalb, weil der Keller, der muss ruhig sein. Warum muss der Keller ruhig sein? Ganz einfach. Da kommt der Computer hin. So, da kommt nämlich der Computer hin. Die Wände, die werde ich gleich ausstreichen. So, ich muss mir noch aber eine weitere Wand einbauen. Für den Greenscreen. Den brauche ich auf jeden Fall, den Greenscreen. Das heißt, nee, warte mal, die Wand kommt hier hin. So, kommt hier die Wand rein. Machen wir ruhig ein bisschen weiter die Wand. So, noch ein bisschen. Die Tür brauche ich da nicht, oder? Machen wir doch eine Tür, ich weiß es nicht. Wir machen doch eine Tür, dann ist dieser Bereich abgetrennt. Dann machen wir hier, dann haben wir doch den abgetrennten Bereich. Hat sich so entwickelt gerade. Weil wenn man dann am Computer streamt und so weiter, dann braucht man ja Ruhe. Das kann nicht sein. Dann irgendwann mautzt die Katze, die Frau meckert rum oder irgendwas ist immer. Okay, so. Dann machen wir die Farbe. Farbe. Was kommt ein Greenscreen am nächsten? Hier, reife Birne schon fast. Das ist so eine Neonfarbe, die sieht schon für so fies aus wie der Greenscreen. So, dann holen wir uns mal das hier raus. Jetzt kommt der Greenscreen hier hin. Ja, das kommt am nächsten, wa? Ja, das haut schon gut hin. So, dann haben wir nämlich die Greenscreen-Farbe da. So, und je nachdem, wie Kamera manchmal fällt, muss ich auch hier ein bisschen grün machen. So, okay, dann haben wir den Greenscreen. Und der Rest des Raumes, weil das ist ein Daddelraum. Dann suchen wir mal nach der Farbe, da machen wir einen Grau rein. Schwarz ist mir selber zu dunkel. Aber Grau ist schon in Ordnung. Wow.
Wo male ich die Wände einzeln? Ich hab doch geskillt. Mann. So. Und das hier auch noch. Danke. Gut, damit können wir das hier wegscheuern. Den Rest des Kellers machen wir in einer weißen Farbe. So, Edelmann-Farbtopf. Ich glaube, ich brauche zwei. Ich weiß es nicht 100%, aber was wir haben, haben wir. So, das ist in Ordnung. Dann werden wir hier mal einweißen. Da war ich zu schnell. So. Okay. Schwupp. Und jetzt wisst ihr, warum wir hier unten natürlich noch ein zweites Klo haben. Ja, ganz einfach aus der Tatsache heraus, weil wir es brauchen. Moin, alter Malermeister. Moin, alter Wischti. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auch dir hier im Frühschoppen-Stream bei einer Runde Hausflipper. Wie ich immer so gerne sage, es hat nichts mit Delfinen zu tun, sondern mit den Renovieren, Aufbessern, Sanieren und Verkaufen und Verbessern von Häusern. Hab gerade eine Bude verkauft. Ja, du spielst es ja selber, weiß ich. Ja. Wollen wir das auch weiß machen? Ich glaube ja. Wenn wir schon mal dabei sind. Ne? Ganz in weiß, das ist doch wunderbar. Wie macht ein Familienzimmer? Hab das noch nicht hinbekommen. Familienzimmer? Naja, dazu musst du verschiedene Möbiliarien hinein platzieren. Plus, jetzt kommt das Entscheidende, Spielzeug. Dann hast du ein Familienzimmer. Im Prinzip so, dass du die ganze Familie abdeckst. Einen kleinen Fernseher rein, bisschen Spielzeug rein, kleine Tische rein, große Tische rein für die Erwachsenen. Und das erkläre ich gerade einem Familienvater, wie man ein Familienzimmer macht. Das ist ja auch mal erstaunlich. Was sagt denn deine Frau dazu? So. Da oben ist noch was, das kriegen wir auch noch hin. Okay, sehr schön. Warte mal, habe ich da oben eigentlich die Decke gemacht? Ja, habe ich. Die ist noch in weiß. Die sollte auch in grau. Nee, in grün. Grau? Grün? Oder lassen wir das so? Lassen wir so. Ich bin mal zum PC gewechselt. Oh yeah, jetzt hat er Power. Das Smartphone hat aufgegeben. So, das ist der alte Schalter. Den machen wir auch weg. So, jetzt brauchen wir natürlich Anschlüsse. Wir nehmen die neuen Schalter. Die lassen sich definitiv besser bedienen. Die sind auch ein bisschen handlicher und größer. Muss ich mal gucken. Dahin geht die Tür auf. Das heißt, der Schalter kommt hier hin. Dann kommt hier sicherheitshalber unten ein Schalter hin. Falls irgendein Scherzkicks da oben der Meinung ist, ausmachen zu müssen. Und dann kommt natürlich auch hier ein Schalter hin. Aber nicht beim Greenscreen. Sondern ein bisschen weiter im Raum, weil ja hier die Tür ist. Also, ihr wisst schon, was ich meine. So, Beleuchtung. Hier machen wir sie spartanisch rein, die ganz normale Deckenbeleuchtung.
Das wird die hier ganz normale sein. Hier brauchen wir natürlich auch noch eine. Das heißt also, eh mal hier eine hin. Gott, da muss ich mit Springen machen. So, eine so hin, eine so hin. Probieren wir es mal aus. Genau, das funktioniert schon mal. Oho, der Stromkasten sieht nicht nach DIN aus. Das ist ein amerikanischer Stromkasten. Der muss so aussehen. Die Amerikaner haben keine DIN. Ne? Die wissen ja nicht, wie DIN geschrieben wird. Geschweige, was das bedeutet. Ne? So, einer hier hin, einer hier hin. Schuss. Gut. Damit ist das hier auch an. Klar wissen die, dass Dean, so wie James Dean. Okay. Der ist so schwach, der hätte von mir sein können. Definitiv. So, dann brauchen wir die Wandbeleuchtung. Da kommt da ganz klassische Neonröhre rein. Ich muss mich ja dann irgendwie von vorne beleuchten. So, dass ich so optimal ausbeleuchtet bin, wenn ich streame. So, damit ich ja, dass ich hier von vorne Licht habe. Ja. Dann kommt der Computertisch. Ach, Exos hat einen Greenscreen. Dann mach mal Facecam an. Ja. So, der kommt in Grau. Wänge ist noch dunkler. Nehmen wir mal in dunklen Wänge. Oh Mann, ganz nobel. Machen wir mal so. Dahinter kommt ja die ganze Technik. So, dann brauchen wir TV und HiFi. Keine Ahnung, wo die ganze Computergedöns in TV und HiFi ist. So, das ist der teure Computer. Die kommen jetzt alle hin. Also, der eine kommt hier hin, der andere kommt dahin. Das sind die beiden Gaming-Rechner. Der hier ist für Star Citizen. Und zwar nur für Star Citizen. Der ist extra für optimiert. Und der ist für alles andere. Das ist der Streaming-Rechner. Und der ist für Backup und hast du nicht gesehen, wa? Gut, dann brauche ich natürlich sowas hier. Das ist ganz wichtig. Das ist sonst die Hölle. Einmal das hier. Monitor. HD-Monitor. Genau, den brauchen wir. Das ist der... Ach, der passt aber... Warte mal, ist der Computer... Dann ist der Computertisch aber scheiße. Warte mal, dann brauchen wir, glaube ich, Schreibtisch. Warte mal. Vier Rechner, jetzt übertreibt ihr. Wenn du wüsstest, was ich hier real life rumzustehen habe, Herr Doktor, dann sind vier Rechner noch ein Witz. Sage ich jetzt mal so. Also, weil das ist wirklich so. Also computertechnisch bin ich hier ganz eklig ausgestattet. So, Schreibtisch Anna. Annas Maloch auf. Buche, Nuss, Weiß, Rot. Wänge. Warte mal, es ist ganz blöd, weil ich glaube, ich brauche zwei Tische. Weil sonst passt das hier nicht. Warte mal, ich muss das mal anders mal hinstellen. Das heißt, der kommt hier hinten an der Wand. Dann kommt der HD-Monitor rauf. Dann kommt der gleiche Tisch nochmal. Den kann ich dann halt nicht so verwenden. Dann kommt nämlich die Maus und Tastatur rauf. So, pass auf. Dann kommt der Streaming-Rechner hier hin. Der Backup-Rechner. Da
Er kommt da unten hin. So, das passt. Dann brauche ich Maus und Tastatur und so ein Gedöns. Einmal eine Maus, die ist zwar scheiße, aber eine andere Maus habe ich leider hier nicht. Dann brauche ich eine Tastatur. Die ist wenigstens ein bisschen besser. Jetzt noch Hotas drauf. Ja, jetzt noch Hotas drauf, auf jeden Fall. So, dann brauchen wir mal Schränk und Schränkchen auf jeden Fall hier unten. Ja, der kann ruhig in weiß sein, der triggert mich jetzt. Wobei, der kann auch ein bisschen kleiner sein. Warte mal, wir haben noch irgendwo dieses andere Teil. Hier, das hier. In Wenge. Der kommt nämlich hier hin. Der ist nämlich wichtig. Werdet gleich sehen, warum. Dann gehen wir nämlich wieder hier rauf. Da ist die Mikrowelle. Real Life habe ich keine Mikrowelle. Ist kein Witz. Real Life habe ich keine Mikrowelle. Lautsprecher benutze ich nicht, weil... aber Kaffeemaschine ist schon wichtig. Zocken ohne Kaffee ist schon... Sag's mal auf Deutsch, dass es jeder versteht. Scheiße. So. Jetzt kommt, das kommt das Klischee, der Kühlschrank ist für Energy Drinks. Kennt ihr dieses Klischee, dass jeder Streamer und YouTuber mindestens so und so viel Energy-Drinks trinkt? Nein, ich tue es nicht. Definitiv nicht. Energy-Drinks finde ich eklig. So, Regal. Hier, das hier. Da kommen halt so verschiedene Krimskrams-Sachen rein. Man kennt's, ne? Kabelgedöns und Headset oder Ersatzmaus, Ersatztastatur. Können wir ja mal eine rinlegen, damit man das sieht. So, Ersatzmäuse. Das ist für die ganz verschleißlichen Spiele. Und dann brauchen wir natürlich noch die Ersatztastatur. Die da sehr gut reinpasst, okay. Energy Drinks brauchen auch, aber auch nur die wirklich fordernden Spiele spielen. Ah ja, okay. Oder die 24-Stunden-Streams machen, wa? So, dann machen wir noch Stühle. Haben wir hier sowas wie einen Gamerstuhl? Na, der ist kein Gamerstuhl. Ich habe Real Life auch kein Gamerstuhl. Das ist doch mal ein Gamerstuhl. Das ist doch mal ein Gamerstuhl, Leute. Damit Omsi. Da macht man hier unten noch Motoren ran. Hier unten, hier hinten, dahin kommen Motoren ran. Benutzen? Wie benutzen? Geil, ich kann ihn so. Macht mal hier hinten Motoren. Und wenn du dann Omsi fährst und fährst dann über Schlaglöcher, dann macht er so. Geil, wa? Das ist Force Feedback. Den finde ich gerade geil. Das ist Gamerstuhl. Das nennt man mal hart getriggert. Da haben wir noch andere Wandlampen. Ich muss mal gucken. Die Ausleuchtung gefällt mir persönlich noch nicht so gut. Wandlampen. Ansonsten machen wir sowas hier mit dran. Hier an der Seite noch, damit so ein bisschen Ausleuchtung noch kommt. Budget Force Feedback. Ja. Der Stuhl, der triggert hart, den lasse ich stehen, der ist absolut geil. Der ist absolut geil. Also, der ist definitiv, ja, der muss einfach sein. Der muss einfach sein. Das hier hört sich so. So, jetzt werde ich mal was machen. Ich werde mal ganz kurz auf den Desktop gehen. Ich will mir ein Bild besorgen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ein Bild besorgen. Das heißt, ich muss mal kurz den Browser groß machen.
Such mir mal ein Bild raus. Und zwar ein Spiel, was ich sehr toll fand und solo durchgespielt habe. Ein Bild. Genau. Und dann nehmen wir mal das Bild. Das wird gespeichert. Und zwar Safe. Wo haben wir das hier? Safe Image S. Dazu gehen wir mal auf das Datengrab, speichern das da mal. So, dann mache ich das Fenster wieder kleiner. Nein, du musst ein riesiges AO-Zeichen an die Wand machen. AO kennt keine Sau. Wäre zwar geil, aber... Oder wir machen das hier rein. Das hätte ich sogar schon. Machen wir ein bisschen kleiner. Er ist ein bisschen groß noch. Ja, damit man gleich weiß, wo man hier ist, wa? Nee, aber das war das Spiel jetzt nicht, was ich rausgesucht habe. So, jetzt mach ich nochmal ein Spiel rein. Das heißt, wir gehen auf das Datengrab. Jetzt seht ihr schon den Titel, was das ist. Genau. Ach, das gute alte Dark Souls. Ja. Und ein ganz kaputtes Kleid. Was für ein Kleid? Wie, was, wo? Es hat lange schwarze Haare. Und ein ganz kaputtes Kleid. Das verstehe ich jetzt nicht. Puh, wo war? Da oben ist noch weiter. Warte mal. Weiß jemand, was ich tun kann, damit diese schwarze Figur verschwindet? Ich habe Angst. Kein Witz. Sieht gruselig aus. Okay. Ich würde mal sagen, weniger davon, lieber mehr Wasser. Das sieht schon cool aus. Übrigens, dieses Motiv bin ich übrigens am Überlegen, ob ich es mir mal printen lasse und wirklich aufhänge. Da bin ich sogar wirklich am Überlegen, ob ich mir das printen lasse. Ja, schon irgendwo geil. So, Dark Souls. Ja, habe ich sehr gerne gespielt. War ein super geiles Spiel. Auch die ganzen DLCs. Ich habe das Spiel nachher am Ende geliebt, ohne Ende. Es ist schon der Wahnsinn. Jo, gut. Gaming Room ist definitiv fertig. Jetzt werden wir hier noch ein bisschen was machen. Und vor allem brauchen wir ja auch noch die Türen. Die Türen. Kaufen wir mal eine Tür. Die haben wir schon drin, die Tür. Das heißt, hier brauchen wir noch die Tür drinne. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Schrank einigermaßen hinhaut und nicht zu sehr glitscht. Ja, es glitscht. Das glitscht wie die Hölle. Super, dass das glitscht. Ja, einen Schrank muss ich wegmachen und das muss ich rüberziehen. So, Ersatztastatur runter. Halt, Quatsch. Was mache ich denn da? Das Ding kommt weg. Machen wir mal die Ersatzmaus einfach mal hier mit hin. Boah, erstmal hier alles runtersortieren, weil das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt diesen Schrank hier bewege, ja, dann fällt alles runter einfach. Glitscht das noch? Nö, okay. So ist schick. Es ist verschwunden, weil ich einen Stein geschmissen habe. Ah, okay. Ja, so können manchmal Dinge verschwinden. So. Haben wir. Die eine Ersatzmaus, die legen wir einfach mal mit hier hin vorne. Ja, ist ein Gamer-Haushalt. Ist nicht so schlimm. Ihr habt Verständnis dafür. Ich auch. So, Tastatur da rein. Okay, dann passt das. Ja. Ja, das ist in Ordnung. Ja, das